Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Call of Duty. Ich habe ganz was Neues für euch. Ich hatte gedacht, es kommen keine coolen Waffen mehr, aber ich habe mich getäuscht. Ihr seht schon. Ordentlich Spaß hier. Die LCC ist hier am Start. Ich habe sie gerade freigeschaltet. Und mein einziges Problem wahrscheinlich, so wie es halt immer allen geht, die Munition. Ja, das Magazin ist mir zu klein. Gerade am Anfang, aber trotzdem, hier fliegen die Gegner um, als wäre das ganz, ganz einfach. Und es ist es, mit der LC10 auch. Also, legen wir gleich los. Ich spiele hier Kopfgeld. Hab hier beim Kopfgeld am meisten Spaß momentan. Ja, möchte halt nicht so oft sterben, beziehungsweise das Spiel neu anfangen, deswegen spiele ich jetzt Kopfgeld und kann hier ein paar Mal ins Gras beißen, das macht gar nichts. Und natürlich fange ich hier an wie immer. Der Klassiker Train Station. Loote das ganze Haus ab. Ja, übers Looten brauche ich euch nichts Neues sagen. Kennt ihr ja, untere Etage, obere Etage. Und hier geht es wieder mal flott dahin. 100.000 haben wir schon. Und sichern wir auch gleich mal Safety First. Ja. Und weiter geht's auf Distanz hier mal. Die LC10 im Test. Und für mich absolut okay. Fast nicht verzogen. Da verzieht die FFA ja, finde ich, deutlich stärker. Ja, und die nächsten 50.000 schon wieder in der Tasche. Das ist cool. So, dieser Junge hier, der tut mir besonders leid. Den habe ich da vorne im Gang schon umgebracht. Jetzt zum zweiten Mal gleich, der wird sich denken, nein, da gehe ich nicht mehr hin. Soll auch fernbleiben. So, den nächsten. Ein paar Kröten hier am Konto. Weiter geht's. Hier kommt einer hoch zu mir und chancenlos, ihr seht. LT10. Das Ding, das macht richtig Spaß hier. Level 3 schon. Hab noch keinen einzigen Aufsatz. Das einzige hier, ja. Pechsträhne, ich habe voll drauf geballert, hat nichts gebracht. Ja, schade. Hier wird mein Teammate gekillt. Blau geschossen, ich will nachpushen. 17 Schuss noch, das sollte reichen. Nein, reicht leider nicht. Das ist zu wenig für mich. Hab's jetzt leider nicht geschafft, ganz doof. Ich wollte noch zuschlagen, hab's den Knopf noch gedrückt. Hat nichts gebracht, hat auch nichts mehr gemacht. Egal, weiter geht's. Da sind zwei Feinde am Dach. Und was passiert hier? Wunderschön. Erster down, zweiter down. Ersten erledigt. Da vorne ist noch einer. Den sollte ich mir noch gleich holen. Und jetzt wieder Distanz. Schaut mal. Das ist okay. Absolut okay für so eine Nahkampfwaffe, die Distanz. Perfekt. Und Aufsätze natürlich noch immer. Kein einziger drauf. Also bitte. Ohne Aufsatz die Distanz. Perfektes Teil. Hier ein bisschen veraimt, aber obwohl ich veraimt habe, keine Chance. Munition ausgegangen, habt ihr gesehen. Die Waffe automatisch hat sich gewechselt und hier Level 5 schon. Nächste Cash-Lieferung. Wir safe das Ganze. Und jetzt kommt meine Lieblingsszene von diesem Match. Hier meine Claymores platziert. Teammate schon am Loot unterwegs. Ich sichere von innen hier ab. Beim Dach habe ich das Gefühl, da sind noch ein paar. Die sind ja ewig nachgekommen. Und rote Steps am Boden. Ich nach. Ich sehe schon, irgendwas stimmt nicht. Er in meine Claymore rein. Und habe ihn geholt. Cooles Ding. Nochmal ein bisschen Cash dazu geholt. Und das war's für diese Runde. Erster Platz. So einfach, so schnell. Sehr schön. Ja, lustige Sachen, die da zum Schluss noch aufkommen, die Jungs labern so viel Blödsinn. Das war mal lustig, glaube ich. Ja, das kann man lassen. Und sonst das Geschrei, das könnt ihr auch gerne lassen. Das ist Kindergarten, das brauchen wir hier nicht. Singen ja, aber bitte dann doch nicht alles. Und die dies können. Na gut, nächste Runde. Ihr seht schon. Bisschen Cash schon wieder da. Kopfgeld auch schon wieder bekommen. Die Jungs sind
richtig hart am Kämpfen hier mit dem Kopfgeld. Habe diesmal jetzt ein bisschen was draufgepackt auf die Waffe. Die nächsten 150.000 werden wieder reingeballert in den Luftballon. Ja. Sehr schön. Ja, seht ihr hier, was ich markiere? Da müsst ihr mir helfen. Mein Controller, glaube ich, ist kaputt oder bei den Einstellungen hat es was. Falls ihr da was wisst, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Da hat der Controller, glaube ich, doch was. So, 1 Million schon wieder. Alles wieder da. Cash ist auf dem Konto. Hier möchte ich einen abschießen und bücken und geht schon. So. Seht schon, Absätze, die helfen was. Hier Distanz. Genau, Munition ausgegangen. Schade. Hätte ich sonst ausgemacht. Aber kein Ding. Coole Sache hier. Einmal das Geld nochmal safen. Und die Runde ist wieder fast vorbei. Ja, hier möchte ich meinem Mate noch helfen. Komme aber zu spät. Hol das letzte Geld noch rein. Und das war's auch schon für diese Runde. Ja, Kopfgeld, das kann auch Spaß machen und macht mir jede Menge Spaß. Finde ich momentan teilweise auch besser. Und hier habe ich die Jungs auf Stumm geschaltet, die haben so viel Blödsinn gelabert. Also, zweiter Sieg, schönes Ding. Bis zum nächsten Mal und tschüss.